Hallo, in diesem Video möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie mit Zoom an einem unserer Meetings oder unserer Seminare teilnehmen können. Mit Sicherheit haben Sie schon eine E-Mail erhalten, wo eine Einladung drin enthalten ist. Wenn man sich diese E-Mail mal ein bisschen genauer anguckt, wir sehen hier Informationen zum Zeitpunkt und der Zeitzone, wann das Seminar stattfindet und den entsprechenden Link, um letztendlich Zoom aufrufen zu können. Wenn man diesen Link nachher betätigt, dann wird erstmal ein Webbrowser gestartet. Der überprüft seinerseits über die Zoom-Webseite, ob Zoom als Client auf dem Rechner installiert ist. Wenn das nicht der Fall ist, dann wird fast vollautomatisch die Zoom-Software auf Ihrem Rechner installiert. Wir wollen uns mal kurz angucken, wie das funktioniert. Diesen Hyperlink, wenn ich den jetzt gleich mal klicke, der öffnet jetzt das Browserfenster. Ich werde mit der Zoom-Website verbunden. Und jetzt stellt das System fest, hier ist kein Zoom-Browser installiert. Und was passiert? Links unten sieht man, das System hat jetzt gerade hier eine Exe-Datei heruntergeladen. Diese Exe-Datei, ich werde sie jetzt mal aufrufen. Die beginnt ihrerseits sofort mit der Installation von Zoom hier auf diesem Rechner. Zuvor links fragt Windows nochmal nach, ob man die App nicht lieber aus dem Windows Store beziehen wolle oder sie lieber trotzdem installieren will. Nun, von der Zoom-Website, wie ich sie hier oben kenne, von der kann ich mit Sicherheit annehmen, dass das wirklich harmlos ist. Wir sehen hier auch eine entsprechende Website-Information, die man sich notfalls anzeigen lassen könnte. Das ist eine verschlüsselte Verbindung. Das Zertifikat scheint auch gültig zu sein. Das kann man sich nochmal separat anzeigen lassen. Und Sie sehen, das sieht soweit eigentlich ganz gut aus. Okay, also ich vertraue diesem Download. Deswegen sage ich trotzdem installieren. So. Und innerhalb weniger Sekunden wird eben diese Zoom-Software jetzt hier auf meinem Rechner installiert. Wir sehen hier in der Windows-Taskleiste schon mal das Zoom-Icon. So wird es auch später als Programm-Icon mit erscheinen. Das kann man sich natürlich dann auch später in die Taskleiste reinmontieren oder genau auch in den Kacheln des Windows 10 Startmenüs hinterlegen. So, jetzt unser Freund hier gleich durch. Man soll hier seinen Namen und das Meeting-Passwort eingeben. Der Name, das System erkennt das meistens schon automatisch anhand der Benutzeranmeldung. Ansonsten schreiben Sie nach Möglichkeit Ihren ganz normalen Personennamen dorthin. Und optional, so mache ich das meistens, vielleicht mit welchem Device, also welchem Gerät man hier momentan an diesem Meeting teilnimmt. Zum Beispiel habe ich hier ein Surface Book. Das mag für den Veranstaltenden durchaus von Interesse sein, weil bei meinem Computer kann ich zum Beispiel mit einem Stift arbeiten. Das erleuchtet so manche Arbeit innerhalb des Systems. Das Meeting-Passwort, das war in der E-Mail selbst hinterlegt. Schauen wir nochmal die E-Mail an. Hier sehe ich, jetzt muss ich das Fenster hier mal kurz auf die Seite schieben. Hier ist das Passwort. Das trage ich jetzt hier mal ein. 05130. Das ist natürlich nur das Passwort, was ich jetzt hier für dieses Video verwende. Später in der Realität, da bekommen Sie natürlich Ihr ganz individuelles Passwort zugeschickt. So, und jetzt? Jetzt achte ich nochmal darauf, dass hier unten diese Checkbox aktiv ist. Meinen Namen für zukünftige Meetings speichern. Sollten Sie also häufiger Zoom verwenden, dann können Sie sich fortab schon das ersparen, hier oben jedes Mal eintragen zu müssen. Gut, jetzt trete ich dem Meeting bei. Tja, und das ist jetzt sozusagen erstmal eine Halteposition, die ich hier einnehme. Weil das Meeting selbst, das hat noch gar nicht begonnen. Ich muss also warten, bis mein Gastgeber, der sogenannte Host, mit dem Meeting beginnt. Während ich hier noch warte, kann ich allerdings einige sinnvolle Voreinstellungen überprüfen. Unter anderem Audio und Video. Sie finden hier unten den Schalter, testen Sie das Computer-Audio. Das mache ich jetzt mal. Ich klicke das mal an. So, das sind die Voreinstellungen von Zoom. Auf der linken Seite, da sehen Sie jetzt verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Audio ist gerade aktiv. Und bei dem Audio sehe ich hier auf der rechten Seite die Unterscheidung zwischen dem Lautsprecher und dem Mikrofon. Beides kann ich dort testen lassen. Ich will jetzt mal meine Lautsprecherfunktionalität testen. Ich klicke mal hier auf Tontest. Ah, und schauen Sie mal, was er sagt. Falls Sie den Testton nicht hören, nehmen Sie einen anderen Lautsprecher. Da sind Headphones eingetragen, die ich aber hier gar nicht verwende. Öffne ich die Dropdown-Liste. Dann könnte ich jetzt zum Beispiel den Lautsprecher verwenden, der in meinem Notebook eingebaut ist. Probiere ich es erneut.
Na, das klingt doch gut. So, mein Mikrofon. Sie haben gerade gesehen, oben bei den Lautsprechern, das ist eine Dropdown-Liste. Das habe ich hier auch bei den Mikrofonen. Weil je nach Computer kann es sein, dass Sie sogar über mehrere Mikrofone verfügen. Oder Sie haben vielleicht sogar ein externes, wie ich jetzt hier, mit angeschlossen. Also, ich habe hier ein Mikrofon, das nennt sich Fox. Das ist ein externes Gerät. Das würde ich auch hier weiterhin verwenden. So, und das möchte ich jetzt testen. Hier ist ein Mikrofontest. Klicke ich den jetzt mal an. Dann kann ich jetzt gleich einen Beispielsatz aufsprechen. Und das System wiederholt mir den. Somit kann ich sicherstellen, dass das Mikrofon funktioniert. Dies ist ein Test. 1, 2, 3. Dies ist ein Test. 1, 2, 3. Ja, man hat also gehört, das funktioniert. Gut. Die Lautsprecher übrigens, die stellt das System automatisch ein. Da braucht man sich selber eigentlich nicht mehr drum kümmern. Gut. Das wären schon mal die Sachen mit dem Audio. Und das Video, hier ebenfalls auf der linken Seite vertreten. Ich klicke es mal an. Hallo, moin. Ja, das ist dann praktisch die Steuerung von meinem Video. Bei meinem Computer, es handelt sich hier um einen Surface von Microsoft, da habe ich zwei Kameras verbaut. Das eine ist die Frontkamera, wie hier in der Liste, und das andere, das wäre die rückwärtige Kamera. Ich klicke das mal kurz an. Jetzt kann man so also sehen, hier hinten, da, das ist praktisch die rückwärtige Kamera. Gut, ich stelle es natürlich wieder auf die vordere, weil man möchte sich natürlich vis-à-vis gegenüber sitzen später. Hier ist eine Option, die nennt sich mein Video spiegeln. Wundern Sie sich nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel meine Hand hebe, das ist meine rechte Hand, die ich zu meinem rechten Ohr führe. Aus Ihrer Sicht sieht das aus, als wäre das die linke Hand am linken Ohr. Das ist ein gespiegeltes Video. Schalte ich diese Spiegelung mal aus. Zack, sehen Sie, das ist wirklich die reale Darstellung von meiner Person. Wer sich nach dem Sinn jetzt fragt, ich vermute mal, das hängt damit zusammen, dass die Leute ihr Spiegelbild eigentlich die ganze Zeit sehen und dass es eigentlich vertrauter wirkt, als jetzt genau eben die Realität, wie sie sonst das Gegenüber sieht. Ich meine, das Gegenüber kriegt meistens nichts davon mit, dass das hier eigentlich nicht die richtige Seite ist. Interessanter wäre das nur, wenn man natürlich im Hintergrund irgendwelche Schriftsätze zu stehen hat, wie zum Beispiel eine Tafel, dann wäre die natürlich spiegelverkehrt. Also auf solche Dinge sollte man dann schon achten. Ja, wenn man sich das anguckt, schon ein bisschen spät, ne? Die Haut ist schon ein bisschen schlaff, grisig und diesig. Hier wäre eigentlich ein bisschen Kosmetik angesagt. Da gibt es eine eigene Funktion für, die nennt sich Mein Erscheinungsbild retuschieren. Wenn Sie, und schon wird das Ganze ein bisschen smoother und glatter. Das ist einfach eine Softening-Funktion innerhalb der Software. Gut. Hier haben Sie noch weitere Einstellungsmöglichkeiten, die Sie später setzen könnten. Ich würde Ihnen im Vorfeld schon mal empfehlen, mein Video beim Sprechen hervorzuheben. Sehen Sie also später eine Art Phalanx von Bildern Ihrer Gesprächspartner, wenn es halt mehrere sind. Immer derjenige, der gerade spricht, der wird optisch betont, meistens durch einen farbigen Rahmen oder im Einzelbetrachtungsmodus, in der Form dessen, dass sein Video aktiv geschaltet wird. Das heißt, die anderen gesellen sich momentan in den Hintergrund. Hat man wirklich sehr viele Teilnehmer gerade im Bilde und möchte die tatsächlich alle bildhaft sehen können, was sich aus Performancegründen eigentlich nicht empfiehlt, aber dann könnte man bis zu 49 Teilnehmern pro Seite in der Profilfotoansicht einblenden. Wäre eine Möglichkeit. Ich habe es einfach mal prophylaktisch aktiviert. Das heißt nicht unbedingt, dass ich dann aktive Videos sehen muss, aber zumindest die Platzhaltergrafiken mit dem Konterfei der Person, das kann man dort dann hinterlegen. Ja, und dann noch etwas. Sie sehen gerade meinen Hintergrund. In den heutigen Coronavirus-Zeiten ist Homeoffice natürlich en vogue, nur sieht natürlich nicht unbedingt immer schön aus. Deswegen kann man hier auf der linken Seite einen sogenannten virtuellen Hintergrund einbauen. Das ist eine coole Sache. Das heißt, das System berechnet den Hintergrund einfach neu und entfernt den realen Hintergrund. Dazu bedarf es verschiedener Hintergrundbilder. Man sieht hier eine kleine Auswahl von Möglichkeiten. Über den kleinen Plus-Schalter kann ich jetzt mal auf mein Dateisystem zugreifen. So, ich habe jetzt gerade mal Bild hinzufügen gewählt. So, und ich habe hier in meinem SharePoint verschiedene Bildmaterialien hinterlegt. Oder ein Pool für Zoom, verschiedene Zoom-Hintergründe. Also, da sind diverse. Ja, und jetzt könnte ich mir einfach mal den einen oder anderen hier auswählen. Zum Beispiel das Foto Nummer 6. Paket mit virtuellen Smart-Hintergrund herunterladen. Ja, warum nicht? Das sind noch weitere zusätzliche Hintergründe. Die nehme ich gleich mal mit bei der Gelegenheit. Das dauert ein paar Sekunden, bis die Sachen heruntergeladen sind.
Und dann habe ich neben meinem Hintergrund auch noch verschiedene andere Grafiken, teilweise auch Videos. So. Check. Ja, die anderen Bilder sind noch gar nicht da, aber die kommen gleich noch. Ja, und jetzt sehen Sie praktisch im Hintergrund das Gebäude von der GFU in Köln. Schöner Anblick. Es kann mal sein, dass wenn Sie den Hintergrund elektronisch so auf diese Art und Weise austauschen, dass dort Phantombilder entstehen. Das heißt, wenn man sich schnell bewegt, oder Sie sind zum Beispiel in meinem Ohr, oh, jetzt verschwindet sogar mein Finger, dass dort ab und zu Bildungenauigkeiten entstehen. Das lässt sich am besten vermeiden durch eine gute Ausleuchtung der Szenerie, sowohl von vorne als auch durch den Hintergrund. Wer also in einem schummrigen Zimmer steht bzw. sitzt, kommt nicht so gut. Das heißt, dort wird man leicht Fragmente bilden in einem solchen Bild. Das empfiehlt sich nicht. Also achten Sie bitte auf eine gute Ausleuchtung von Ihrer Fläche. Ansonsten, ein Video ist natürlich auch kein Muss. Sie können ja natürlich auch genauso gut abschalten. So, noch als Hinweis hier unten. Hier ist noch die Rede von einer Greenscreen-Technik. Das kennen Sie vielleicht aus dem Fernsehen. Man könnte einen grünen Hintergrund aufbauen. So wird er zum Beispiel auch beim Wetterbericht die Wetterkarte projiziert, die in Wirklichkeit gar nicht da ist. Das ist einfach nur eine grüne Fläche. Und der Computer rechnet das einfach in das monotone Grün hinein. So was könnte man hier auch machen. Das heißt, wenn man einen grünen Hintergrund hinter sich aufbaut, dann kann man eine Greenscreen-Technik verwenden. Ohne einen grünen Hintergrund sieht es allerdings so aus wie jetzt. Komplett fragmentiert das Bild. Also nicht so gut. Okay, auch hier hätte ich nochmals die Möglichkeit, mein Video zu spiegeln. Also, jetzt ist das Ganze an sich wieder verkehrt. Und nochmal, aufpassen beim Videospiegeln mit Schriftsätzen innerhalb des Bildes. Wenn Sie also tatsächlich mit dem gespiegelten Hintergrund arbeiten möchten, dann müssen Sie Ihr Bild einfach mit spiegelverkehrter Schrift kurz bearbeiten in dem normalen Windows-Foto-Editor, der in Windows enthalten ist. Na, gut. So, das waren jetzt eigentlich drei Einstellungen. Wir haben also gesehen, man kann das Audiosignal hier steuern, sowohl für den Lautsprecher als auch das Mikrofon. Man kann das Video konfigurieren. Insbesondere dann, wenn man über mehrere Videokameras verfügt, wie beim Surface. Haben natürlich andere Systeme auch. Und, gerade zuletzt gesehen, der virtuelle Hintergrund. So, wenn das jetzt alles konfiguriert ist, ich schließe das jetzt mal, dann muss ich jetzt nur darauf warten, dass der Host praktisch mit der Präsentation beginnt. Wenn das der Fall ist, dann kann ich auch sofort loslegen. So, und jetzt erkennt das System, dass mein Host die Verbindung aufgebaut hat. Sie sehen, man steht sozusagen erstmal vor verschlossener Tür. Das ist eigentlich ein normales Verhalten. Das kann man natürlich auch anders konfigurieren in der Zoom-Software. Aber hier ist es erstmal so vorgegeben, man wartet erstmal vor dem eigentlichen Meetingraum und wird dann Schritt für Schritt eingelassen oder auch in größeren Mengen. Das geht auch. So, wenn mein Host mich also jetzt eintreten lässt, zack, dann bin ich auch schon sofort drin. So, und Sie sehen, der Host, das bin ich selber. Ja, das System fragt hier an meiner Stelle nochmal kurz nach, willst du dem Computer beim Audio beitreten? In der Regel ja. Es kann durchaus sein, dass die Bandbreite Ihrer Internetverbindung einfach zu gering ist. Das hätte zur Folge, dass Sie vielleicht noch dem Video folgen können, aber das Audiosignal, das wird häufig unterbrochen oder einfach zerstückelt. Wenn Sie das vermeiden möchten, dann wählen Sie sich einfach parallel zu der Videositzung über die Telefonnummern ein, die Sie hier in der E-Mail vorfinden. Es gibt auch zwei Arten von Telefonnummern. Es gibt eine sogenannte Schnelleinwahl für Mobiltelefone. Das ist zweifach aufgeteilt. Sie sehen hier vorne die Telefonnummer und das dort hinten, das ist die Meeting-ID. Also in dem Moment, wo Sie schon diese Nummer gewählt haben, den vorderen Teil, dann werden Sie aufgefordert, die Meeting-ID einzugeben, gefolgt von einer Raute, die steht hier hinten auch nochmal. Und nach ein paar Sekunden später erneut eine Aufforderung zur Eingabe des Passwortes. Erst wenn beides verifiziert wurde, dann werden Sie weitergeleitet in das Meeting, wo der Host Sie dann anschließend einlassen würde. Genau das gleiche in Grün, das haben wir auch mit drei verschiedenen Festnetznummern. Das sind einfach drei verschiedene Regionen. Da guckt man vielleicht einfach mal, wenn man keine Flatrate hat, was liegt dem eigenen Standort am nächsten und kann dort eine entsprechende Nummer präferieren. Das Verhalten wäre anschließend wieder im Prinzip genau das gleiche in Grün. Das heißt, man muss nach der Wahl der Telefonnummer seine Meeting-ID geben, das über eine Raute bestätigen und dann nochmal mit dem Passwort das Ganze abschließen. Wenn Sie dann zum Meeting vorgelassen wurden, dann ist das die Oberfläche, mit der Sie begrüßt werden. Ich bewege mal ganz kurz meine Maus. Jetzt sehen Sie, dass hier Bedienelemente erscheinen.
Zum einen haben wir hier unten eine kleine Schalterphalanx. Und ganz rechts oben, dort ist eine sogenannte Galerieansicht, in die man wechseln könnte. Momentan ist das Ganze so. Alle Gesprächsteilnehmer, die werden hier oben in Form einer zusätzlichen Zeile platziert. Ihr primärer Gesprächspartner, in dem Fall momentan der Host, der erscheint hier auch als großes Bild. Das ist momentan ein Standbild. Das kann man auch später selber hinterlegen, einfach ein Profilbild einbauen anstelle des Videos. So, möchte man später mal alle Teilnehmer und Teilnehmer überblicken, dann wechselt man hier rechts oben in die Galerieansicht. Zack. Und so würde es aussehen. Das heißt, je mehr Teilnehmer Sie haben, desto mehr Videoportale würden hier erscheinen, beziehungsweise desto mehr Standbilder auch. Nochmal, es empfiehlt sich nicht grundsätzlich immer die ganze Zeit im Video laufen zu lassen. Das kostet alles Bandbreite. Wenn Sie möchten, schalten Sie einfach den Video ab. Und da kommt jetzt eben diese kleine Schalterphalanx hier links unten ins Spiel. Dort ist der Schalter mit Video beenden. Wenn ich den mal kurz anklicke. Check. Dann sieht das Ganze so aus. Erst wenn der Host auf seinem System wieder irgendeine Aktion macht, zum Beispiel sein Video anschaltet oder eine Bildschirmübertragung startet, erst dann wird diese kleine Maske hier verschwinden. Ansonsten kann ich nach wie vor dem Audiosignal folgen. So, der Host, der schaltet jetzt also mal kurz ein Video ein. Check, und sehen Sie, hier, Host. Schon funktioniert das Ganze wieder. Ich als derjenige, der jetzt hier als der Empfänger sitze, auf der rechten Seite der fiktive Harry Hirsch, ich habe mein Video ausgeschaltet, das heißt, ich tauche nicht auf. Erst wenn auch ich hier unten wiederum mein Video reaktiviere, dann macht es sich dort ebenfalls wieder breit. So, möchte ich jetzt in die sogenannte Sprecheransicht wieder zurückwechseln. Einfach kurz die Maus bewegen, rechts oben der Schalter Sprecheransicht. Ich klicke das mal an. Zack, dann sieht das so aus. Immer die Person, die also gerade aktiv spricht, die wird automatisch in dem großen Fenster dargestellt. Das geschieht auch mit Ihnen, würden Sie später das Wort ergreifen, dann wird das Ganze ausgetauscht. Alle Leute würden, wenn Sie sich in derselben Ansicht befinden, erstmal Sie im großen Format sehen. Mit den Gesprächspartnern können Sie auch interagieren. Man kennt das von verschiedenen anderen Messenger-Systemen, man kann dort chatten. Bewege ich erneut die Maus, dann sehe ich hier unten die kleine Sprechblase für Chat. Und schon habe ich auf der rechten Seite entsprechenden Chatbereich. Der Chat, der richtet sich anfänglich erstmal an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die hier drin sind. Sie sehen hier auch rechts unten den Punkt alle. Man könnte später spezifizieren, indem man eine ganz bestimmte Person herauspickt und spricht sie gezielt an. Das heißt, die anderen Personen in diesem Chat würden nichts davon mitbekommen. Aber wie gesagt, anfänglich richtet sich das erstmal an alle. Hallo zusammen. Check. So. Genau dasselbe, das erscheint jetzt auch natürlich beim Host. Und der kann sofort sein Statement darauf geben. Na, wie geht's? Zack. Ja, und als der Host jetzt gerade auf meine Nachricht geantwortet hat, wurde das Ganze zu einem privaten Chat. Von dem bekommen die anderen also nichts mit. Das sehen wir auch mal hier rechts unten. Möchte ich jetzt eine Erwiderung schreiben, dann könnte ich jetzt erstmal wieder alles auf alle umstellen. Und schon sind auch wieder alle an dieser Unterhaltung beteiligt. Diese Umschaltung zwischen alle und einer ganz bestimmten Person hat auch noch zur Folge, in einem direkten Personenmodus, so nenne ich das jetzt mal, kann ich hier keine Dateien für die Person freigeben. Dateien können hier anscheinend immer nur für alle Chat-Teilnehmer freigegeben werden. Hier rechts ist der Schalter Dateien. Ich klicke das mal kurz an. Das sind verschiedene Cloud-Speicher, die könnte man zuvor eingerichtet haben oder man nimmt hier Bezug auf den eigenen Computer. Das ist das, was ich jetzt mache. Ich klicke das mal an. So, und das ist jetzt Zugriff auf das Dateisystem. Das heißt, hier drüber kann ich jetzt unter anderem auch auf meine SharePoints zugreifen. Ich sehe die hier oben. Zum Beispiel auch mein OneDrive wäre dort verfügbar. Da gehe ich mal kurz hin. Und jetzt nehmen wir einfach mal eine kleine Beispieldatei. Zum Beispiel eine Excel-Arbeitsmappe. Bereichsnamen heißt die. Durch einen Klick auf Öffnen wird das Ganze hier im Chat zur Verfügung gestellt. Und noch eine kleine Erfolgsmeldung, dass das Ganze geklappt hat. Ist dann irgendwann das Meeting dem Ende nahe, auch die schönsten Dinge gehen auch irgendwann mal vorbei, ja, dann kann man das Meeting auch wieder verlassen. Wenn Sie die Maus bewegen, dann finden Sie hier rechts unten den Schalter Meeting verlassen. Ich klicke das mal an und so würde es aussehen. Man hätte dort die Möglichkeit, sofern man das hier anhakt, dass man auch ein kleines Feedback an Zoom richtet, von wegen, wie gut war die Verbindungsqualität, gab es irgendwelche Probleme, das wäre eine Möglichkeit. Die Besonderheit hierbei ist, wenn Sie das Meeting verlassen,
Sie können dem Meeting auch später wieder beitreten. Ich mache das mal kurz. Ich verlasse jetzt mal das Meeting. So, wir sehen. Der Zoom-Client, der hat sich einfach abgeschaltet. Und möchte ich das Meeting jetzt erneut aufnehmen, dann bräuchte ich eigentlich in meiner E-Mail, auch das ist eine von mehreren Möglichkeiten, nur erneut den Hyperlink anklicken. Der Browser startet. Der richtet die Frage jetzt wiederum an den Zoom-Client, ob der nicht vielleicht das Ganze jetzt übernehmen wolle. Das bestätige ich mal oben mit Öffnen. So, da startet er. Und jetzt muss ich nur mal ein neues Meeting-Passwort eingeben. Haben wir es inzwischen wieder vergessen? Es steht ja nach wie vor in der E-Mail drin. Hier ist es. Die 051308 in meinem Fall. Und erneut dem Meeting beitreten. Das geht natürlich nur so lange, wie der Moderator das Meeting selbst noch nicht beendet hat. Also auch der Moderator hätte die Möglichkeit, das Meeting zu verlassen und es erneut zu betreten. Er könnte es allerdings auch komplett beenden. Nun, dann würde ich hier überhaupt nichts mehr bewirken können. Jetzt sieht also der Moderator, gut, ich warte hier vor der Tür. Er lässt mich jetzt mal eintreten. Zack. Und ich trete dem Ganzen auch wieder mit Computer-Audio bei, also ohne eine Einwahlnummer zur Telefonie. Und schon konnte ich den Ausführungen erstmal wieder lauschen, was der Moderator denn da erzählt. Ich hoffe, dass ich Ihnen mit diesem kurzen Video den Einstieg in Zoom erleichtern konnte. Somit sollte einem Seminar bei der GFU, diesmal remote, eigentlich nichts mehr im Wege stehen. Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit, bleiben Sie gesund und ich hoffe, wir sehen uns bald online oder noch besser in Natura. Bye bye.